Für euch, und zwar zu dem Manga Fate Extra CCC von Type-Moon und Marvelous IQ, so sind die Storyautoren, und der Zeichner ist Robi-Na, also nicht Robi-Na, sondern Robi-Na, ja, wird irgendwie getrennt wohl ausgesprochen. Ich habe ehrlich gesagt noch nie von diesem Zeichner gehört, muss ich sagen. Der Manga erscheint seit 2015 im Comic-Tick, so, keine Ahnung, wie das mal ausgesprochen wird. Habe auch noch nie von diesem Magazin gehört, muss ich sagen. Und umfasst aktuell 2 Bände. Ich habe hier allerdings nur den ersten Band. Und normalerweise stelle ich keine Manga vor, wenn ich nur einen Band dazu habe. Außer es ist natürlich ein Einzelband. Diesmal liegt es aber daran, dass es der Fall ist, dass dieser Manga gar nicht mehr gehört. Der gehört nämlich dem Tyron, das ist ein Weihnachtsgeschenk für ihn, was er von mir bekommt, und ich habe ihn gefragt, ob ich den Manga denn trotzdem reviewen darf, und er hat mir sein Okay gegeben. Und es hatten sich auch schon einige Leute mal was hier auf meinem Kanal zu Fate/stay Night und Co. gewünscht. Wie gesagt, ich habe von Fate/stay Night nur den Film Unlimited Blade Works gesehen und sonst ehrlich gesagt noch nie was weiter. Damals, als ich mit Anime und Manga anfing, wollte ich mal Fate/stay Night schauen, habe ich dann aber auch nie gemacht. Der einzige, was mich sonst noch von Type-Moon interessiert, ist Kara no Kyokai, ein grandioser Anime. Und was mich auch noch etwas interessiert, ist dieses The Witch of the Holy Night. Wenn ich, soweit ich weiß, das allererste Werk von Kinoko Nasu, dem Erfinder von Fate, Kara und so weiter und so fort. Der hat ja auch einiges gemacht. Ja, doch, worum geht jetzt dieser Manga hier? Fate Extra ist ein PSP-Spiel gewesen und hat natürlich auch eine Fortsetzung bekommen mit dem Namen Fate Extra CCC. Und das ist halt der Manga zu Fate Extra CCC, zu einem Spiel. Das Spiel ist in mehrere Routen aufgeteilt, nämlich die Saber-Route, und es gibt noch ein paar andere Routen, aber dieser Manga hier dreht sich, wie man unschwer erkennen kann, um Saber. Und ich muss sagen, Saber sieht hier doch verdammt gut aus. Da kann man wirklich nichts gegen sagen. Dieses Saber hier gefällt mir ziemlich gut. Wie gesagt, Saber ist an sich nicht hässlich, allerdings halt in ihrem blauen Königskleid, ja gut, wie gesagt, sieht nicht schlecht aus, aber hier in diesem Catsuit gefällt sie mir wirklich deutlich besser. Und ja, worum geht jetzt dieser Manga? So genau weiß ich es nicht. Ich glaube, dafür muss man auch das Spiel kennen. Scheinbar vermischen sich wohl 2 Welten, diese virtuelle und die reale, weil es auch gerne mal an der Schule spielt. Und unser Hauptcharakter, der kann halt seinen Servant rufen. Das ist in diesem Fall Saber. Die Fate/stay Night Fans, die werden, denke ich mal, genau wissen, was ich meine. Und ja, und dann geht's dann los. Ich glaube, es ist wirklich ein Manga für die Leute, die auch das Spiel gespielt haben und daran ihre Freude haben, so als kleiner Zusatz. Das Spiel ist ja ein Rollenspiel, hat also dementsprechend viele Kämpfe. Die sind hier natürlich nicht drin. Es gibt einen kurzen Kampf, ich denke mal, das wird im Spiel ein Bosskampf sein gegen das Mädchen, was hier hinten drauf ist. Die ist übrigens auch auf dem Cover von Band 2 drauf. Und ja, wie gesagt, trotz allem, was ich so hier habe, ja, den ersten Band gelesen, muss ich sagen, mir gefiel der Manga gar nicht mal schlecht. Er hat ein paar nette Action-Szenen, er hat wirklich ein hübsches Charakterdesign, wieder die Mädchen sehen alle gut aus, der Hauptcharakter sieht halt standardmäßig aus und hat nette Zeichnungen. Ich kann nichts Schlechtes gegen diese Manga sagen, muss ich sagen, und es ist durchaus interessant. Ich denke mal, für Fate-Fans deutlich interessanter. Aber durchaus Manga, wo ich auch irgendwann noch in den 2. Band reinschauen würde und 3. oder keine Ahnung, wie lange das Teil gehen würde. Ich würde mir jetzt selbst allerdings nicht kaufen. Ich würde mir da doch ehrlich gesagt, ja, was ich mir allerdings davon kaufen würde, wäre auf alle Fälle eine Figur von dieser Saber hier. Wie gesagt, die gefällt mir ausgesprochen gut. Ja, viel mehr kann ich zu dem Manga auch nicht sagen. Mein Gütesiegel kann ich diesem Manga natürlich nicht geben. Wie gesagt, dafür bin ich jetzt nicht willig groß genug der Fate-Fan. Ich bin eigentlich gar kein Fate-Fan. Ja, wie gesagt, wo ich auch nichts gegen Fate habe, also das gleich mal vorweg gesagt. Ich habe nichts gegen Fate. Ich habe mich aber allerdings bis jetzt auch kaum damit befasst, muss ich sagen. Das werde ich sicherlich irgendwann auch nochmal tun. Wie gesagt, ich habe ja jetzt schon mal damit angefangen. es wird sich ja öfter mal gewünscht, dass ich irgendwas über Fate mache. Wie dann alle paar Monate kommt immer mal jemand an und sagt, hey, mach doch mal was über Fate. Wie gesagt, hiermit starte ich jetzt mal was über Fate zu machen. Wird in Zukunft sicherlich noch mehr kommen. Wie gesagt, ist ja ein großes Franchise, dazu kann man ja auch mal was machen und wenn es sich gewünscht wird sowieso. Und wie gesagt, da ich mich mit Fate auch noch nicht so gut auskenne, lerne ich auch noch, natürlich noch was dazu, wenn ich mich durch die ganzen Artikel auf verschiedenen Wiki-Seiten oder durch die ganzen Werke lese. Wie gesagt, von Fate/stay Night würde mich am meisten noch die originale Visualnovel interessieren. Und ja, wie gesagt, so viel dazu. Zu Fate Extra erscheint ja demnächst auch ein Anime, Last Encore. Ja, da ist ja auch schon Werbung drauf. Und hinten ist aber für das Spiel Fate X Teller. Das habe ich übrigens auch gespielt. Das hat der Tyron, das ist ein Mushu-Game und da muss ich ja ganz einfach sagen, das ist nur was für reine Fate-Fans. Wie gesagt, weil das Spiel war ganz nett, allerdings hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so gefesselt. Ich habe eine Route durchgespielt und dann war es das wieder mit dem Spiel. Aber ist auf jeden Fall recht bunt, ziemlich knallig bunt und hat ein paar nette Levels und ja, wie gesagt, aber hier um das Spiel geht es gar nicht. Wie gesagt, ja. So viel zumindest zu diesem Fate-Manga, gar nicht mal schlecht. Allerdings reicht es nicht, um Gütesiegel zu vergeben. Ich werde den Manga vermutlich irgendwann mal weiterlesen. Und jetzt gibt es natürlich noch die Bilder, auf die ihr alle wartet. Und noch ein paar Bilder zu Fate Extra CCC. Beginnt mit der Farbseite. Das hier müsste Sakura sein. Wer das ist, weiß ich nicht. Und hier haben wir wieder Saber, die mir in diesem Manga ausgesprochen gut gefällt. Jetzt taucht auch ein böses schwarzes Monster auf. Dann haben wir hier noch so eine komische Nonne, die auch ab und an mal auftaucht. Die mir jetzt allerdings nicht so besonders gut gefällt. Dann haben wir hier noch eine sehr, sehr schöne Stelle mit Saber. Und irgendwo haben wir auch noch dieses komische Dämonenmädchen rumflattern. Ah, genau, hier haben wir sie. So, ich glaube, dazu wäre dann auch zu Fate Extra CCC alles gesagt und dann würde ich mal sagen, mehr wenn ihr mich wieder seht, ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht.